Grüne. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch noch 70 Jahre nach Entstehung unserer Verfassung wird eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern im Grundgesetz nicht erwähnt. Das Fehlen der sexuellen Identität im Artikel 3 Absatz 3 schreibt bis heute eine Rechtsungleichheit fort. Aus diesem Grund legen wir Grünen zusammen mit FDP und Linken diesen Gesetzentwurf vor, weil endlich auch die letzte von den Nationalsozialisten verfolgte Gruppe im Grundgesetz explizit genannt werden muss. Die sexuelle Identität von Menschen unter den Schutz unserer Verfassung zu stellen, ist jetzt das Gebot der Stunde. Der gerade verstorbene, hochgeschätzte Bundesanwalt Manfred Bruns, den wir in würdevoller Erinnerung behalten werden, sagte es auf den Punkt. Die Verfassung behandelt Homosexuelle als Bürger zweiter Klasse. Ich sage, damit muss nach 70 Jahren Schluss sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre 1949 die sexuelle Identität bereits im Grundgesetz verankert worden, hätte es den Unrechtsparagraphen 175 dann noch gegeben, den Kampf für die Ehe für alle? Wären Regenbogenfamilien noch immer rechtlich schlechter gestellt und wären die schädlichen, menschenverachtenden Konversionstherapien möglich gewesen? Die Antwort ist nein. All dies wäre mit dem Merkmal der sexuellen Identität in Artikel 3 Absatz 3 schwerlich gegangen. Vielen Menschen wäre viel Leid erspart geblieben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen haben bereits vor 10 Jahren eine Ergänzung des Grundgesetzes gefordert. Die heutige Justizministerin Lamprecht hat das damals unterstützt. Wir können sicherlich sagen, dass sich vieles verbessert hat in puncto gleiche Rechte. Und Errungenschaften wurden mit Freude gefeiert. Aber in Zeiten, in denen Rechtsextreme im Bundestag beantragen, die Ehe für alle wieder abzuschaffen, in denen eine Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer auf Kosten von gesellschaftlichen Minderheiten Witze reißt, oder eine Bildungsministerin Karliczek mit Vorurteilen gegen LSBTI irrlichtert, da braucht es unmissverständlich den Schutz auch von Lesben, Schwulen und Bi im Grundgesetz. Es darf nie wieder geschehen, dass eine politische Stimmungslage zur Gefahr für die Freiheit und Würde Einzelner werden kann. Das lehrt uns die Geschichte unseres Landes, in dem die Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität menschenrechtswidrig verfolgt wurden. In Erweiterung Artikel 3 Absatz 3 bedeutet eine Erweiterung, verantwortungsvoll mit der eigenen Geschichte umzugehen, so wie es mit der Ergänzung des Merkmals Behinderungen in 1994 bereits passiert ist. Darum an Sie, Kolleginnen und Kollegen der Union und Herr Kollege Frey, es ist nicht glaubwürdig, die wichtige Ergänzung als Aufblähung zu bezeichnen. Sie alle wissen, dass ein ausdrücklicher Verfassungswortlaut eine größere Strahlkraft hat als die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und darum machen Sie sich ehrlich, springen Sie hier über Ihren Schatten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verfassung ist überdies die zentrale Grundlage, auf der wir festlegen, welche Werte wir teilen. Sie ist richtungsweisend für eine solidarische, gerechte Gemeinschaft. In Schulen oder Integrationskursen wird die Verfassung im Unterricht behandelt. Solange die sexuelle Identität fehlt, sind auch bestehende Anfeindungen unsichtbarer und werden so bagatellisiert. Alle, die das Grundgesetz lesen, sollen sich selbst, ihre Freundinnen und Freunde und ihre Familienmitglieder dort wiederfinden. Nach 70 Jahren steht es dieser großartigen Verfassung gut zu Gesicht, vervollständigt zu werden. Es geht hier nicht um Symbolik, sondern es geht um den Abbau rechtlicher Nachteile. Homo- und bisexuelle Menschen sind keine Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf deswegen zu. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion.